Weihnachtsstimmung in Salzburg und Red Bull Salzburg startet mit viel Tempo. Druck in dieses erste Drittel zwingt den KC zu einigen Strafen und die Folge sind Tore. 1:0 durch Matthias Tratnik nach 3 Minuten 35, das erste Powerplay-Tor. 10. Treffer in der Meisterschaft für Verteidiger Matthias Tratnik. So, nächstes Powerplay für die Salzburger. Und nach 5 Minuten 37 steht es 2:0. Der Torschütze ist jetzt aus unmöglich spitzem Winkel. Daniel Welser, 2:0, Svete wieder geschlagen. Und in der 13. Minute das dritte Powerplay-Tor für Red Bull Salzburg. Eine wunderbare Einzelleistung, sensationeller Treffer durch Kapitän Thomas Koch. Frühe Entscheidung in diesem Spiel. Thomas Koch mit 3:0 für eine überragend spielende Salzburger Mannschaft. Aber es war nicht das letzte Powerplay-Tor in diesem Match. Zweites Drittel. Wieder Überzahlspiel für Salzburg. Und ein Mordschuss von Sean Heschka nach Zuspiel von Welser. Sein zweites Meisterschaftstor und berechtigter Jubel für das 4:0 erzielt vom kanadischen Verteidiger. Dann eine Leichtsinnsaktion vom Verteidiger Heinrich. Er legt Chance die Scheibe auf und der KC-Legionär nützt dieses Geschenk zum ersten Treffer, über den sich die KC-Präsidentin Heidi Horten ein bisschen freuen mag. Steht nur noch 4:1 für die Salzburger, die weiterhin drücken, die weiterhin Tempo machen, die weiterhin Tore machen. 5:1 durch Thomas Koch, sein zweiter Treffer. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass der bedauernswerte KC-Goalie hinter sich greifen muss. Drittes Drittel, nächstes Tor. 6:1 Torschütze Marco Peval. Und schließlich 5 Sekunden vor Schluss. Thomas Koch mit seinem dritten Treffer. 7:1. Eine demütigende Niederlage für den KC, dessen Krise durch diesen Kantersieg der Salzburger prolongiert wird. Ich glaube, dass wir von hinten bis nach vorne einfach unsere Identität neu suchen müssen wieder und wieder zu den Anfängen von der Saison zurückfinden müssen. Na, es war eine super Stimmung in der Halle und ein super Spiel von uns und 2 verdiente Punkte.